für die Moskitos ging es mit reichlich Fans nach Bietigheim zum Auswärtsspiel. Und man war gespannt, wie dieses Spiel über die Bühne gehen würde. Direkter Konkurrent im Kampf um die Playoff-Plätze, die Bietigheim Steelers. Und auch ein unbequemer Gegner. Steve Washburn, der Neuzugang, gerade im Bild für Bietigheim. Bekannt auch aus der DL, hat er schon für die Iserlohn Roosters gespielt. Und bei den Moskitos im Tor Jochen Reimer. Seit langer Zeit mal wieder zwischen den Stangen der Moskitos. Die Steelers mit einem zweiten Neuzugang noch dabei, Rod Hinks mit der 11. Auch ein bekanntes Gesicht in der Bundesliga, spielte bereits für den SC Rissersee. Also die Steelers zeigen noch einmal, sie wollen möglichst weit kommen in den Playoffs und eine gute Ausgangsposition sich erarbeiten in den letzten Spielen. Erste Chance. Reimer hat die Scheibe. Schiedsrichter der Begegnung, DL, Referee Christian Oswald. Unser Namensvetter Christian Brittich. Hinter der Spielerbank der Steelers. Im Tor Patrick Kosloff, der Ex-DL-Goalie aus Krefeld und Duisburg. Und auf der anderen Seite der aktuelle DL-Goalie der DG Metrostars, Jochen Reimer, der Förderlizenz-Goalie bei den Moskitos. Harter Check hier gegen Martin Seckera. Und daraus resultiert das 1:0 für die Steelers. Alexander Serikov lässt sich die Chance nicht nehmen. Ein sehr harter Hit hier, aber Scheibe ist gespielt. Face-to-Face-Kontakt, Open Eyes und der Puck ist noch nicht beim Empfänger unter Kontrolle. Also alles richtig gemacht vom Verteidiger und Schiedsrichter. Und dann haben wir nochmal das Tor. Die Moskitos versuchen die Antwort zu finden und sie finden sie durch Patrick Sagau, Vorarbeiten Lars Müller. Fans natürlich zufrieden mit dem Ausgleichstreffer und wir sehen die Wiederholung. Und gleich nochmal die Moskitos. Dann ist Drittelpause. 1:1. Wenig Höhepunkte in den ersten 20 Minuten. Und Christian Brittich im Gespräch mit Christian Oswald ist da nicht ganz einverstanden mit irgendeiner Situation. Und das waren Strafzeiten, die die Bietigheimer einstecken mussten. Die Moskitos mit 5:3. Damit in Überzahl zu Beginn des zweiten Drittels. Und Kosloff mit der Fanghand. Aber die Überzahl hat nichts gebracht. Dafür jetzt die Steelers mit einem Spieler mehr und die nutzen den Raum. Jakko Hagelberg
keine echte Powerplay-Situation, mehr ein Konter, aber den Raum nutzen sie. Und Reimer hat in dieser Situation die Scheibe sicher. Da brennt nichts an. Die Steelers mit dem Drang zum Tor. Und da hat Jochen Reimer durchaus auch ein bisschen Glück. Starke Phase der Bietigheimer. Moskitos in Überzahl jetzt die Chance, das Spiel wieder offen zu gestalten. Kosloff verpasst die Scheibe. Gerade vollzählig die Steelers. Hubauer. Aber die Scheibe bleibt bei den Moskitos. Martin Bartek. Und den setzt er rein. 2:2. Entsprechend natürlich wieder die Fans der Essener auf 180. Wir sehen die Wiederholung aus dem Handgelenk, flach durch die Schoner. Die Fans, wie gesagt, bei bester Laune. Und die Moskitos rannten auf einmal nach vorne und machten das 3:2 erneut. Martin Bartek auf Zuspiel von Matt Hubauer. Hat man die Steelers überlaufen. Die Möglichkeiten, die läuferischen Qualitäten ausgenutzt. Der Pass von Hubauer auf den Schläger von Martin Bartek und der setzt die Scheibe ins lange Eck. Strafzeit gegen die Steelers. Moskitos erneut mit zwei Spielern mehr. Aber teilweise zu umständlich das Spiel. Dafür trotzdem noch die große Chance. Hubauer zieht übers Tor. Dann bleibt die Scheibe hängen. Und das ist natürlich die große Chance, Dan Hallmann. Und Jochen Reimer beweist seine Klasse. Ein Highlight-Save vom Essener Goalie. Mit der Führung geht's in die zweite Pause. Sah ganz gut aus. 3:2 die Führung. Aber in Unterzahl muss man sich hier den Steelers erwehren. Mit Glück in dieser Situation. Moskitos sind gerade komplett. Da steht es 3:3. Ein mehr als unglücklicher Treffer. Robin Sochan fälscht die Scheibe ab. Unhaltbar für Jochen Reimer.
Aber da ist Jari Pasan mit Herbert Geisberger nicht zufrieden, der den Schuss nicht geblockt hat hier oben im Bild, der die Scheibe durchlässt, der den Spieler nicht attackiert und dann die unglückliche Aktion von Robin Sochan. Das ist natürlich Pech vor dem Tor, aber oben, da hätte der Block kommen müssen. Da war Geisberger zu passiv. Busch und Seckerer sind da, kassieren aber dann eine Strafzeit. Und Busch bringt die Scheibe dann auch raus. Sören Sturm mit einem schönen Pass. Und dann ist es Martin Bartek, der hier ein sehr kurioses Tor erzielt und sich dann mit den Fans freut. Da sehen Grover und Koslov gar nicht gut aus. Martin Bartek mit einem lupenreinen Hattrick. 3 Treffer in Folge. 4:3. Und da war auch schon die Stimmung bei Jari Pasan wieder ein wenig gestiegen. Da sehen wir es noch einmal. Auswärts sind solche Tore natürlich besonders schön. Und auf der anderen Seite Jochen Reimer. Und wieder der Essener Schlussmann. Moskitos mit einigen Strafzeiten im letzten Drittel. Und hier zieht auch noch Robin Sochan die Notbremse als letzter Mann. Die Entscheidung Penalty vollkommen korrekt. Er hindert als letzter Mann den Heilbronner, den Bietigheimer Spieler am Schuss. Und es gibt Penalty. Die Chance für die Steelers. Martin Schweiger läuft an. Verliert da fast die Scheibe und zieht dann auf den Schoner von Jochen Reimer. Der bleibt Sieger und die Moskitos in Führung. Gute Frage, was da Lars Müller zu Jochen Reimer gesagt haben mag. Vielleicht hat er gesagt, demnächst ziehen wir nur noch die Notbremse. Die Penalties hältst du alle. Dann braucht man keine Unterzahlen mehr spielen. Man weiß es nicht. In der Schlussphase auf jeden Fall die Bietigheimer am Drücker. Und wieder Reimer mit einem absolut spektakulären Save hier. Unglaublichen Fortschritt, den der junge Goalie da gemacht hat in den letzten Monaten. Und da gibt es eine Strafzeit für Jaco Hagelberg. Er trifft Busch hier im Gesicht, der da allerdings auch mit dem Gesicht ein bisschen runterkommt. Hagelberg im Glück, dass keine Verletzung vorlag. So blieb es bei 2 Minuten. Aber die halfen natürlich den Moskitos in dieser Phase. Denn bei eigener Überzahl fast das 5. Moskitotor. Aber damit natürlich auch die Chance für Bietigheim nicht mehr den nötigen Druck zu machen.
Christian Brittig nimmt die Auszeit dann. Letzte Instruktion. Auch Jari Pasan stimmt seine Spieler nochmal ein. Ganz wichtig jetzt, hinten kompakt zu stehen. Sich nicht zu weit zu öffnen. Und den Spieler mit Puck auch zu attackieren. Und dann sind es die letzten Sekunden. Jochen Reimer taucht ab auf die Scheibe. Und es sind 3 Punkte für die Moskitos. Silas, so etwas wie der Lieblingsgegner für die Essener. Und der Mann des Spiels, Martin Bartek mit 3 Toren. Gleich auf Jochen Reimer mit Riesen-Saves, mit Riesenparaden. Und als drittes die Zuschauer, die Essener-Fans, die da eine Riesenparty gefeiert haben. Da oben sehen wir noch das Schussverhältnis 32 zu 21. Trotzdem die Moskitos. Der Sieger. Mexikanische Wochen bei den Moskito-Fans. Und die kamen dann aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Das Stadion inzwischen leer. Nur noch die Essener Fans und die Essener Mannschaft da. Sören Sturm. Ja, so feierten die Fans den 4:3 Auswärtserfolg in Bietigheim. Und da musste Sören Sturm noch einmal die Welle hinlegen. Klare Kampfansage auch der Fans zur aktuellen Situation damals. Essener geben niemals auf. Erste Drittel, sehr gutes Eishockey, sehr schnelles Eishockey. Heimmannschaft war ein bisschen besser, nicht überlegen, hat mehr Torschüsse gehabt. Unser Torwart war der beste Mann im ersten Drittel. Insgesamt auf sehr, sehr hohem Level, meiner Meinung nach, was Sie die ersten 20 Minuten, was Sie da gesehen haben, von beiden Mannschaften. Danach waren Chancen drüben und drüben. Wir haben zu wenig das Tor getroffen und unsere Überzahl war heute schwach. Sonst hat alles fast perfekt funktioniert. Bartek 3 Tore, hat wieder heute gezeigt, warum er beste Spieler in der Liga ist. Unglaubliche Nase für die Tore und nichts Besonderes, aber 3 Tore und das zeichnet ihn aus. Und Bartek und Reimer waren die Game-Winner für uns. Sicherlich hervorragende kämpferische Leistung für die ganze Mannschaft. Und 3 Punkte in Bietigheim sicherlich nicht so leicht zu holen, hat uns gelungen und ich bin sehr zufrieden, was ich heute gesehen habe. Dankeschön. Vielen Dank, Jari Pasek.
Ja, guten Abend alle zusammen. Ich habe heute unsere Mannschaft viel besser gesehen als gegen Landsberg. Die zwei Neuen haben sich heute sehr viel besser eingebracht wie im letzten Spiel. Das haben sie auch bestätigt mit dem ganzen System. Also es ist sehr schwierig für die beiden Jungs. Das haben wir auch beim Justin Kelly am Anfang gesehen, haben wir dreimal hintereinander verloren. Die kommen, die haben halt dann auch zwei Tore geschossen. Und wir haben auch heute zwei, drei Geschenke den Gegner gegeben. Und das war der Knackpunkt in dem ganzen Spiel. Das Powerplay war zum Schluss, denke ich, für drei Jungs, die das erste Mal zusammengespielt haben, ganz gut. Wir haben wirklich tolle Chancen noch gehabt, ganz frei vom Tor, zwei, drei Mal. Da müsste man dann das vierte Tor schießen, dann hätte man mir das Spiel gewonnen. Von den Schüssen her 35 zu 20, denke ich, waren wir überlegen. Aber wie gesagt, zwei, drei Geschenke, das eigentlich untypisch für uns ist. Wir haben die zweiten, dritten Scheiben zum Tor ab und zu dann unkonzentriert gespielt. In Unterzahl haben wir hervorragend gespielt, bei den 3 gegen 5 waren wir sehr gut eingestellt und die hatten fast keine Torschüsse auf das Tor. Also im Großen und Ganzen, ich sehe das mit den zwei Neuen, Schritt nach vorne. Ich habe gesehen, dass da Potenzial da ist. Die müssen noch aggressiver und sagen wir mal, in den Zweikämpfen noch aggressiver fungieren und dann denke ich, können die uns sehr viel helfen. Dankeschön. Vielen Dank.